So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Lens gegen BW Scam. Interesting. BW Scam schon, hatte ich neulich auf dem Channel schon mal gezeigt und tatsächlich Leute animiert, dieses Deck nachzubauen. Nice. Und auf der anderen Seite haben wir Lens, und zwar, ich glaube, es ist ein Bug Lens, was im Sideboard auf den Frosch spielt. Den blau-schwarzen. Okay, das ist ein Griefstart mit Reanimate hinten dran. Ephemerate. Ephemerate geht auf jeden Fall das Ding. Ja gut, da wirst du jetzt gewastelandet und ab dann bist du halt... Ah nee, das ist ein Basic. Eine Ebene. Mhm. Nice. Dann geht er auf 2 hoch. Daneben ist dieses Woodland irgendwas. Cemetery? Ich glaube ja, wo man halt irgendein Land aus dem Friedhof kopieren kann. Ja. Huh. Das ist richtig strong. Das ist ein dummes Land, ja. Gerade für das Deck. Go, was war das denn für eine Aktion? Ephemerate Rebound. Da ist noch ein Land. Warum fetcht man ihn hier einfach und. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Da ist ein Wasteland. Go, da hätte ich auf jeden Fall gewastelandet. Ja. Ja, okay, da ist halt auch noch ein Dark Depths, ne? Ja, aber das Dark Depths ist halt nicht so schlimm wie. Ja, stimmt, da ist ja auch ein Life and Loom. Das willst du auch nicht wirklich wasteln. Ne. Oh. So, dann ist da. Kommt ein Ursus-Saga ohne Token aus dem Gebüsch? Hm. Opel. Ja, macht ergibt Sinn. Ja, Land abwerfen. Loom. Saga spielen, go. Ja, wahrscheinlich. Genau, da kommt ein ETB, darauf könnte man reagieren. Ich wüsste aber nicht, womit das Deck reagieren kann. Ah, okay, man will einfach nur ein anderes Land abwerfen. Stark Depths wird abwerfen. Ah, Stark Depths. Ja, okay, macht. Da gibt es mit dem Copyland aus dem Friedhof. Ja. Oh ja, das ist eine instantmare Lage. Wenn das ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oder ist das sowas wie Ghost Quarter oder so? Was? Das ganz oben, das Land. Nee, das ist das, dieses Woodland Cemetery Gedöns. Okay. Ja, dann spielst du wahrscheinlich wieder Ursachsaga und ab jetzt gehst du halt in Ursachsaga, spielst Spaß und Spannung. Ja, und hältst dir eine Mordlage offen. Ja. Da musst du eigentlich für die Saga gehen. Ja, wenn, dann gehst du die Saga, aber ist halt nicht so ein geiles Wasteland. Nee, generell ist das jetzt Schwarz irgendwie gefunden. So. Lion Sash. Ein Mana zu wenig. Lion Sash kann jetzt gut sein. Auf der anderen Seite muss man das Dark Depths auf jeden Fall wieder rausnehmen. Zum Grave, damit man es wieder hat. Ja. Ja, genau. Ja. Weil ansonsten könnte man halt mit der Lion Sash das Dark Depths aus dem Friedhof wegfressen, was man halt nicht möchte, wenn man mit Woodland Cemetery das Ding einfach machen möchte. Jupp. Ist jetzt die Frage, kriegt man die Lion Sash überhaupt weg als Lens-Spieler? In der Version weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Da kommt ein Surveillant. Bleibt da drauf. Auch interessant. Ja, dann Ebene, frisst man was. Das sollte keine Marke bekommen. Ja, das bekommt wurde auch gerade Marke. Realisiert. Und dann für 3, 4. 4 Schaden schon mal. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Progress. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Ja, außer dass Barklands eine Menge Länder gespielt hat. Ja, gespielt und auf der Hand und sowieso. Und Ursachsaga kann halt immer noch. Ja, Saga ist halt jetzt schon. Ne? Saga ist jetzt halt echt eklig. Bloß man kann halt immer noch den Dark Depths Move machen, wenn man sich wieder einen Mox raussucht und wieder das Dark Depths abläuft. Naja. Stimmt. Dazwischen ist keine Prio-Änderung. Nee. Du kannst nicht darauf reagieren. Strong. Da kommt ein Kaldra. Kaldra natürlich auch richtig strong. Ich meine, das Landsdeck spielt halt hier Maze of If, keine Frage. Das ist ein Mox. Und die Person ist ausgeklappt. Das könnte ein Dark Depths sein.
Ich weiß aber nicht, ob man das realisiert. Oder ob man das möchte. Das ist noch ein Mox. Okay, man will man anscheinend auch nicht. Strange. Wofür hat man hier Angst? Woodland ist eine relativ neue Karte. Vielleicht hat man es einfach nicht gesehen. Das kann sein. Also, die Angst wäre halt vor Swords to Plowshares, wodurch man wieder 20 Leben bekommt und halt gewonnen, also nicht gewinnt, aber halt irgendwas hat zum Arbeiten. Genau. Ich bin jetzt ein 3-3-Dude. Die Googly Eyes! Ja, Googly Eyes! Dann kann man... Boah, ich würde... Willst du die Stone? Ich würde auf jeden Fall die Sash wegballern. Ja, die Sash, stimmt, die ist zu gefährlich. Ja. Auch wenn ich jetzt natürlich gerade nicht weiß, wie man jetzt noch an den Dark Dove kommen möchte. Ephemerate. Swords. Okay. Das hätte man vor dem Block machen müssen. Hier wurde schon geblockt. Und dann hat man erst geswardet. Dann 11. Ah, es war Vorblock. Vorblock, okay. Vorblock, genau. Genau. Nee, es war Nachblock. Nachblock. Stimmt. Nachblock. Man hätte es vor dem Blocken machen können oder müssen. Um Schaden mehr zu machen. Um Schaden mehr zu machen, ja. So. Dann kommt wieder eine Möglichkeit, Dark Depths zu machen. Ah, nee, kommt's nicht. Dafür hat man zu wenig Mana. Nee, man hat Knochenmana. Doch, du bekommst ja Mana, stimmt. Könnt ihr auch die Vexing nehmen, wenn man Angst hat vor Solitude? Ja, stimmt. Vexing Bubble macht auch eine Menge. Ja. Eine Map für wahrscheinlich einfach nur Thespian Stage. Ja, aber dann verstehe ich halt nicht, warum man da nicht einfach mit dem anderen Land das macht. Also entweder habe ich es gerade irgendwie im Kopf falsch, aber es wird ja, nee, da ist die Map. Aber man wird ja bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie davon und dann hat es keine Mark. Gut. Ja. Dann hat man Dark Depths. Also in der Theorie, ja. Aber irgendwie ist die Praxis anscheinend anders. So, da kommt Kaldra. Ja, gibt man den Beat. Kaldra kann man... Ich würde auf jeden Fall mit der Lion Sash mit angreifen. Ja. Dann wird der Kaldra geblockt, dann kriegt man 5 Damage. Dann geht man auf 2. Ja, durch den einen gemissten Damage und durch den... Hat jetzt ein Damage gemisst. Okay, es macht jetzt noch nicht so viel Unterschied. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was da passieren soll. Das ist eine Crop Rotation. Ich verstehe es nicht. Also man macht hier nie Marit Lage. Warum? Nee, man muss halt überlegen, dass das Swords to Plowshares gibt dir halt nochmal 20 Leben. Man will ja nicht spielen. Krass. Ja, kurz Werbung. Vielen Dank an meine Patrons. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Es werden immer mehr. Das ist ganz großartig. Und ihr könnt ja auch mal reinschauen. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen. Bei höheren Tiers bekommt ihr teilweise was zugeschickt. Teilweise wird ihr wie diese coolen Leute hier genannt. Und ja, vielen Dank an euch. In Game 2 haben wir Leyline. Boah. Das ist spannend. Gegen... Live. Mehr machen die noch nicht mehr im Friedhof, oder? Das eine Copyland jetzt? Oh ja, stimmt, das Copyland. Mit dem man hätte gewinnen können. Wenn man es gewusst hätte, ja. Wasteland Go. Da spannend. Ist ein... Thoughtseize. Das cycelt man Troll. Aha. Solitude. Boah, was ist das denn für eine eklige Hand? Echt? Die hat man nur wegen der Ding, dem... Ja, gut, man hat Double Wasteland plus Leyland. Also, das ist nichts so daneben. Kurz sagen, das ist gerade eben Borglosch eine Insel. Ja. Nicht eine Insel, eine Plains. Boah. Interesting. Hätte ich nicht die Solitude genommen. Ah, wobei er hat 5 Mana. Ja, er hat halt 5 Mana und die Kaldra ist halt ewig weit weg. Ich glaube, ich würde hier einfach in den Double Wasteland gehen. Ja. Double Wasteland, go. Also es gibt ja nichts. Du willst ihm eigentlich nicht das Mana lassen. Nee, also wenn du diese Hand gehalten hast, dann wegen Leyline Wasteland. Ja.
Und dann hätte ich auf jeden Fall direkt schon gewastelandet. Mhm. Weil die wäre jetzt total egal, weil sie halt nichts tut. Er hätte eine Strip Mine. Genau, er hätte keinen Mana gehabt. Das Grüne hätte weggemüsst. Ja. So hat er jetzt einfach nur die Crop-Rotation gebaitet. Ja. Dann fetcht man auf Surveillant. Surveillant. Die sind so gut in dem Deck. Die sind so das gut in dem Deck. Das glaube ich. Ja. Auf der anderen Seite Bubble und es wurde die Solitude halt weggenommen, weil man sie auch hardcasten kann, richtig? Ja. Leyland geht weg. Wasteland, die Stage. Why? Wahrscheinlich Angst vor Machtlage. Aber. Man sagt, die für einen Mana zieht eine Karte, dann geht man in seinen Zug, zieht eine Karte. Zwei. Hat man darauf gehofft, dass er kein zweites Land hat, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich verstehe ja gerade auch nicht. Da passieren komische Dinge. Es ist halt näher am Marktlage. Es ist näher am Marktlage und dementsprechend könnte man da eher mit argumentieren, dass wenn er da halt dann nur die Ursachsager wegkillt, man halt dann Marktlage schnell machen kann. Es telegraft mir halt, dass auf der Hand keine Swords to Plowshares sind. Und man halt Angst davor hat, davon schnell umgebracht zu werden. Oh, zweimal Stormforge. Ja. Dann kann man sich Beastgirl holen. Nee. Nee, wofür? Du hast die Leyline. Ja, aber nur Line Sash. Das Deck spielt 4 Stormforge, 2 Ausrüstung. Ah. Eine Kaldrein Line Sash. Ist halt ein Agro-Deck. Ist halt leider so. Okay, dann musst du bei dir selber fressen. Macht ja keinen Unterschied. Das kannst du gut machen, außer halt die Reanimation-Targets. Die solltest du nicht fressen. Also den Troll, der zum Beispiel drin liegt. Ja, genau. Also so ein Troll aus dem Nichts wäre halt jetzt auch geil. Kann das Spiel halt schnell beenden. 2 Mana, kriegen wir nochmal einen Googly Eyes, Dude. Googly Eyes. Ich finde auch super, dass die unterschiedlich groß sind, die Eyes. Ich finde das vor allem großartig, dass der zweite Token ein anderer Token ist, mit einem anderen Auge. Alles daran ist großartig. Oh Gott. Wie viel Platz brauchen die in der Box, ey? Zu viel. Jetzt die Frage. Da ist ein Thoughtseize auf der Hand. Gehst du für... ich glaube, man muss für den Mox gehen. Oh, Needle. Auf Stormforge, klar. Mhm. Needle Stormforge. Dann weiß ich gar nicht, ob man eine Thoughtseize muss. Glaube ich noch nicht mal. Ja. Was genug? Für 3. 16. Genug Infos. Auf Gesicht. Ich wollte gerade sagen, man könnte jetzt aber auf Schwarz wasten. Also Schwarz-Weiß. Ja, da ist halt noch eine Marschflöte. Ja, stimmt, aber ist halt die Frage. Marschflöte macht da halt schon relativ viel tatsächlich, weil Marschletz kann halt auch ein Scry sein, beziehungsweise ein Surveil, oder eben jetzt die Lion Sash. Und dann kann man einfach auf Basic gehen. Ja. Ich bin gespannt, ob hier BB Scam die zerstöre alle Non-Land Permanents Mana Kosten 1 oder weniger noch drin hat. Die Pest Controls. Oh, stimmt. Weil die Pest Controls lassen die wenigsten Leute gegen Lands drin. Und Leute vergessen halt, wie gut die eigentlich ist. Ja, die knallen die ganzen Moxe weg, die ganzen Targets von Ursachsager, die Token. Ja, er ist eine ganze Menge, tatsächlich. Wieso hat man jetzt nicht die Line Sash reingespielt? Das werden wir, glaube ich, jetzt sehen. Wahrscheinlich ein Bowmaster. Ja, Bowmaster könnte sein. Und dann hätte ich ja eher den Bowmaster Token geopfert, statt die Stormforge. Ja. Safe. Weil Baumaster ist so eine Karte, die kann man auf jeden Fall rausnehmen in dem Matchup. Die ist nicht wirklich gut. Aber die meisten lassen die halt drin, weil man ja Baumaster hat. Oh, es kommt kein Baumaster. Das ist ein Swords.
Swords to Blood, ich war gerade völlig... Ich war auch verwirrt. Okay. Wofür ist der Null Lord? Moxländer? Sich selber kastrieren? Ja, auch nur die Lion's Hash. Ja, aber trotzdem. Ist ein bisschen desenergetisch. Boah, der hat gar nichts mehr. Ja. Nee, man wird jetzt einfach dann von Dark Depths langsamer sich jetzt erlegt. Da kommt jetzt wahrscheinlich die Ursus-Saga. Nummer 3. Ich nehme die Nummer 3. Nummer 3. Yes. Ursus-Saga ist so eine starke Karte. Ich finde es auch spannend, dass du gesehen hast, die Ursus-Saga als... als Promo rausgekommen ist, als Non-Text-Promo. Und ich hänge jedes Mal bei jedem Deck-Tag da und muss die Karte neu lesen. Ja, genau. Und ich sag so, das ist eine Karte, die sollte man auf jeden Fall in Non-Text rausbringen, als Championship-Karte. Vor allem, weil die so wenig Text hat. Jo. Das ist halt... Also ich spiele ja Borderless, ja. Full Art. Aber die hole ich mir, glaube ich, noch nicht mal. Die gibt's ja eh noch in voll. Oh, noch besser. Bist ja raus. Hat mir die Entscheidung abgenommen. Ja, es ist noch nicht so schlimm wie bei dem Omnath. Omnath, ja, genau, wo du einfach nichts verstehst. Das boah, ist so bitter. Der geht runter auf 7. Das ist schon hart. Da ist jetzt ein Abrupt Decay auf der Hand. Das bringt nicht so viel bei dem dicken Board. Nee, das Board macht eine Menge. Mehr Goobly-Eis braucht das Land. Ja, ist die Frage, ob man... Also man nimmt wahrscheinlich keine Landmarks. Man könnte die Vexing nehmen. Die Baubel. Das sind auch, glaube ich, 3 oder 4 stellt sich von drin. Wahrscheinlich. Map. Okay, mit der Map kann man immerhin Marit Lage nächste Runde vielleicht beschwören. Mhm. Auch wenn man den anscheinend nicht möchte. Ja, irgendwie spielt Lance ohne Marit Lage, obwohl Marit Lage Kommo drin ist. Ja. I do not understand. Ja, deswegen sind wir keine Landspieler. Kann ja mal einer erklären, der das Deck spielen kann. Bitte. Ich hätte da schon längst 2020 in your face gemacht. Ja. Und Turn and Go. Wenn man angreift, ist man halt tot. Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht angreifen, du brauchst den Blocker. Der Fug. Vielleicht wieder Bowmaster auf der Hand oder Swords. Oder. Ne, Ephemerate ist gar nicht instant, ne? Ephemerate geht nur auf deine eigenen Kreaturen. Ja, aber du kannst doch den Troll enttappen. Das ist richtig. Siehst du? Das ist richtig. Das ist der Weg. Aha, I like it. Dann geht er auf 2. Ja, man kann jetzt Fetchland legen, nächste Runde Dark Depths holen. Ja. Es ist ein bisschen langsam, aber... Ja. Ui. Noch man will es wirklich mit den Ursus-Saga-Token schaffen. Why? Weil man so Angst vor einem weißen Removal hat? Ja. Also entweder castet man den Spell, dann kann der Troll nicht angreifen. Ja. Oder der Karte bleibt im Exile. Ja. Ich bin ja auch sehr gut. Ich glaube, es sind 4 unterschiedliche Wastelands, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich habe auch, glaube auch 4 Wastelands, die unterschiedlich sind. Und die Swords sind auch unterschiedlich. Oh, geil. Ich liebe alles daran. So richtig, nicht. So richtig. Aber dann auch so random die Karten, die unterschiedlich sind. Ne? Wie ich das gehört. Oh, Man-Mode. Oh, wir sind im Man-Mode. Alter, wenn wir dann erleben, dass der den runtermeldet, dann weiß ich auch nicht. Oh, wieso hast du eben kein weißes gewohnt? Keine Plans. Junge! Warum deshalb keine Plans. Denn? Übrigens auch Differenz. Verschiedene Plans. Ja. Stormforge will nicht suchen. Beat für 6. Was können jetzt noch richtig knapp werden? Ah, Abrupt Decay, die letzten 2 Damage. Dun, dun, dun. Nice! 1-1. Ja, ich bin mal gespannt, ob man jetzt halt ohne Leyline und ohne... Also ob man Game 3 nochmal boardet, weil die meisten Leute vergessen ja einfach, dass man Game 3 boardet. Jo. Ja, Leyline ist immer noch so ein Ding in diesem Deck. Ist halt ganz gut, weil es halt diesen Wasteland-Lock aufhält. Das gebe ich auf jeden Fall. Ja, und die Engine mit Loam. Genau, aber halt, ich weiß nicht, wie dein Spielstil dabei ist, weil ich persönlich würde halt hingehen, würde halt einfach dann auf den Aggro-Plan gehen. Jo.
Da bist du halt kein Control-Deck mehr, weil du hast keine Kontrolle. Ja. Da ist ein Decay. Ja, hier wird die Ursachsage wahrscheinlich gesmashed, weil Ursachsage beste Karte. Ja, und die gibt halt Progress, ne? Oh, die Boots. Stiefelchen. Oh, Dead Boots. Dead Booties. Ja, aber sonst, ich glaube, alles in allem finde ich die Bug-Version von Lance nicht so scary wie die rot-grüne. Ja. Also, da gefällt mir die rot-grüne besser, allein schon wegen Punishing Fire. Mm. Da hätte ich safe auch Leyline gebordet. Mm, das ist richtig. Hier hat es halt ein bisschen Text, es tut was. Ja. Man kann es sich erahnen, warum er es macht, aber... Ich glaube auch, dass im Overall-Matchup Lance eigentlich ganz gut dasteht. Weil ja, die Marit-Lage werden halt mit 4 Swords, mehreren Paths plus 4 Solitudes halt rausgenommen. Hm. Aber es ist immer noch ein Aggro-Deck. Und das macht halt nicht so viel. Googly Eyes? Googly Eyes. Vor allem macht es Googly Eyes, ja. Schon wieder. Marit Lager auf der Hand, aber. Huh. Interesting. Muss auch gar nicht so lange überlegen. Muss ja einfach. Mana gefloatet. Wieso wird denn Mana gefloatet? Naja, für den Marit Lager, das wäre jetzt der gute Move. Ja, die ganze Zeit zurückgehalten und jetzt. Bam, bam, bam. Oh, Wasteland, Piffing Needle auf Marsh Flats wäre jetzt so ein Dick-Move gewesen. Mm. Okay. Neil's Bellbomb. Ja, bei dem Plan von dem Deck, okay. Ja, aber du könntest halt auch ein 20-20 da haben. Jo. Könntest du auch. Mensch. Ja, equip dafür. Also dann hättest du halt auch einfach einen Talk machen können. Ja. Ja. Er hat noch einen Landdrop. Ja, stimmt schon. Er hätte genau dasselbe machen können. Da hätte er 1, 2, 3, 4... Du weißt ja nicht, was er jetzt gleich noch macht. Aber theoretisch hast du recht, ja. Theoretisch hätte er einen Ding machen können. Hätte jetzt 10 Damage, die vorbeikäme. Ja. Und jetzt kommt so ein Bowmaster, ja. Jetzt haben wir auch den klassischen Ping Block. Nee, Ping Gesicht Block. Ja, ja. Man hätte den auch töten können. Ah, nee, er ist 4. Der ist 4. Da zieht man nur so schlecht, weil die Landmarks so unten bei den Ländern liegen. Mm. Mehr Wastelands braucht das Land. Grün gefloatet. Combat. Ja. Boah. Schwierig. Wirklich schwierig. Ich glaube halt, dass das Agro-Deck hier keine richtige Agro aufbauen kann. Und da halt auch nicht so wirklich die Power gerade dahinter ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Deck macht so einen Kontrollplan irgendwie. Hm. Warum? Ach so, Ward. Ja. Ward ist eine gute Fähigkeit. Ward 1, Ward 2 ist vollkommen fair. Ward 4 ist ein bisschen daneben. Ja, Turtle ist halt ein bisschen dumm. Kappa, kappa, Kanonier. Reanimate. Dann muss er jetzt cracken, eigentlich. Ja. Sollte er. Sollte er. Ja. Nein, darf er eine Karte ziehen. Sie. Sonne ist eine Ebene, richtig? Ja. Ja, ich glaube. Baumaster ist nicht in Gefahr. Ja, die Herr der Ringe-Sachen, die sieht man so ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das ist eine Ebene. Hä? Wie ist denn jetzt der Baumaster ins Spiel gekommen? Der lockt doch die ganze. Ah, du meinst den Token? Der hat eine Karte gezogen. Der hat eine Karte gezogen. Oh mein Gott. Ich habe gerade total ausgeblendet, dass der eine Karte gezogen hat. Yo. Vor allem habe ich es gerade noch gesagt. Ja. Ich habe es gesagt, aber nicht realisiert, da was ich gesagt habe.
Das war gerade auch so. Uff. Ja. Uff. Ja. Das war ja dämlich. Ganz dezent, ja. So. Jetzt im Ernst, Mace. Obwohl, er hat ein Wasteland. Das ist okay. Ja. Okay, aber trotzdem. Trotzdem. Boah, ist das Mace jetzt einfach ein Bait? Ich glaube, ja. Ich glaube, das Mace würde man sonst niemals so da einfach reinspielen. Ich glaube auch nicht. Da ist wahrscheinlich das Decay. Ja. Okay. Lässt es durch, das ist ja spannend. Dark doof. Man hat gerade so getan, als wäre das eine riesen Choice. Ja. Ich weiß, auf jeden Fall kein Wasteland da. Ja, da ist auch kein wirklicher Angreifer. Wenn der jetzt schon wieder Dark doof da hat und nichts tut, dann krieg ich geriesen. Mehr Mace braucht das Land. Mehr Mace Windu. Ja. Ja. Auf jeden Fall den, weil der kann growen. Also der kann größer werden. Der wird ertappt. Richtig. So, jetzt ist die Frage, kommt man irgendwie an die Kombo ran? Man hat auf jeden Fall den Landmox nach vorne geholt. Ja, da ist die Stage. Man hat die Kombo. Ja. Jetzt ist die Frage, go for it, Feierabend? Weil, was soll er machen? Dir den Sworden? Der sitzt da gerade mit 2-1-1. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, was er jetzt mit dem Mana macht. Wenn das Mana offen lässt, würde ich es auf jeden Fall... Oh. What? Man Mode. Sorry, aber das verstehe ich nicht. Man will ja jetzt mit dem Boots halt das machen, um es zu beenden. Und ich sage halt, es ist halt unnötig. Ja, der, ob der dir die jetzt den Marit Lage jetzt in deinem oder in seinem Zug wegfrisst. Das ist total Bums. Und jetzt macht er noch nicht mal einen Token. Nee, man will hier wirklich auf sehr, sehr, sehr sicher gehen. Hä? Das Problem ist halt, wenn man so eine sehr sichere Strategie fährt, kann es halt irgendwann passieren, dass du halt selber, dadurch, dass du so eine sehr sichere Strategie fährst, zu langsam wirst. Ja, sehe ich halt gerade genauso. Weil, what the fuck? Es ist sehr langsam. Also du, Game 1 ja auch. Ja, es ist halt, mittlerweile ist Marit Lage halt wirklich ein sehr weirdes Unterfangen, was es angeht. Es gibt die Leute, die halt voll reinhalten mit Marit Lage. Das ist zum Beispiel auch meiner einer. Und halt die Leute, die extrem kontrolliert das Ding runterspielen. Ah. Ja, aber warum macht man das denn in seinem Zug? Ich meine, ja, es ist cool, die Boots zu kippen und zuzuhauen. Aber ja, egal. Man hat gewonnen, ich werde es nicht kritisieren. 2-1 für Lance. Wie gesagt, man kann es auch im Gegnerzug machen. Im eigenen Zug plus Boots macht es nicht besser, wenn so viele Länder liegen. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.